all das, was wir eben so besprochen haben. Wissen Sie, das ist der Grund, warum ich glaube, dass Sie den Fernseher eingeschaltet haben. Das ist genau der Grund, warum ich glaube, dass Sie die Terrassentür aufgemacht haben. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Sie dieses Foto an diese Leinwand gepinnt haben. Und alles das nur, um das Haus Ihrer Tochter zu verschaffen. Natürlich wollen wir lieber, dass unsere Tochter nebenan wohnt, anstatt diese Fremden ohne Benehmen. Das ist doch nicht verboten, oder? Herr Müller, wenn es denn strafbar wäre, dass man seinen Nachbarn nicht mag, dann hätte ich wirklich viel zu tun. Was allerdings strafbar ist, Blutdrohungen an irgendwelche Pinnwände, Leinwände zu schmieren und seinen Nachbarn damit zu drohen. Wir waren das nicht. Gut, haben Sie einen Sinn. Die Frau ist 8., 9. Monat schwanger. Die hat einen Mordschreck gekriegt. Wenn dem Kind was passiert oder der Frau irgendwas passiert wäre. Wir können ja auch nichts dafür, dass die halbe Welt gegen sie ist. Natürlich wollen wir lieber, dass unsere Tochter dort wohnt. Und wir ärgern uns, das müssen Sie doch verstehen. Wir haben dort 7 Jahre alleine gewohnt. Und jetzt plötzlich, auf einmal, ist es von heute auf morgen vorbei mit der Ruhe. Und immer packen die bei uns auf dem Grundstück, ja? Bringen ihre Mülltonnen nicht rein. Ist doch klar, dass wir dann lieber hätten, dass unsere Tochter dann da eingezogen wäre. Verstehe ich. Ja, und wie gesagt, mit irgendeinem Spuk oder mit irgendwelchem Blutverschmiertem haben wir nichts zu tun. Solange wie ich Sie jetzt kenne, und das ist noch nicht so lange, ne, vermitteln Sie mir nicht das Gefühl, dass Sie hiermit gar nichts zu tun haben. Ehrlich. Haben wir aber nicht. Heute Nachmittag, 14, 15 Uhr. Ja. Wo waren Sie da? Wir waren in der Gärtnerei und haben Blumen für unseren Garten. Ja, genau. Du hast mir doch noch den Kassenbon gegeben. Ach so, ja, Mensch, siehste. Warte mal, wo ist er denn jetzt? Hier, schauen Sie mal. Herr Müller, ein Kassenbon. Ist er. Herr Müller, das ist doch ein fantastisches Alibi. Den werde ich mir in Kopie ziehen. Ja, machen wir. Natürlich auch überprüfen, ja? Mhm. Eins bitte noch. Der kam Christine. Sagt Ihnen das was? Christine? Hast du schon mal was Christine gehört? Nein. Nee, nicht. Gut. In ganz privater Angelegenheit streiten Sie sich nicht mit Ihren Nachbarn. Sowas wird immer nur schlimmer. Ne? Aufbessern. Sowas funktioniert auch dauernd nicht. Wir sind fertig. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Für mich war es erstmal sehr glaubwürdig, was Sie gesagt haben. Also ich kann dem Glauben schenken. Allerdings bedeutet das auch für mich, ich habe keinen Tatverdächtigen für die Familie Gerke und muss weiter ermitteln. Spukt es im alten Landhaus von Maren und Stefan Gerke? Die Hochschwangere und ihr Mann hören mysteriöse Geräusche. Türen gehen wie von Geisterhand auf und nun haben sie sogar blutige Schmierereien mit dem Namen Christine entdeckt. Anwältin Silvia Beutler-Krovers hatte zunächst die Nachbarn in Verdacht, die gerade verhört wurden. Ja genau, die Polizei hat festgestellt, dass die Müllers da gar nichts mit zu tun haben. Ja. Hallo Schatz. Frau Gerke. Hallo. Schatz, wir haben gute Neuigkeiten, die Müllers waren es nicht. Die Polizei hat uns gerade informiert. Ja, wenn die Müllers damit nichts zu tun haben, ist es vielleicht doch ein Geist, der hier seinen Unheil treibt? Ich meine, die Müllers wohnen schon so lange hier in dem Ort. Ja, und deswegen machen sie jetzt hier was? Rennen mit Weihrauch rum, oder? Was ist das, Weihrauch? Ja, es ist Weihrauch. Und ich komme mir auch ein bisschen lächerlich vor. Und ich sehe bestimmt auch lächerlich aus. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich habe davon im Internet gelesen. Und ich habe im Internet auch gelesen, dass es Menschen gibt, die schon echte Geister gesehen haben. Das sind Geister, die wissen nicht, dass sie tot sind und kommen deswegen immer wieder zurück. Und das glaubst du jetzt, oder was? Mann, nein, weiß ich doch auch nicht. Aber so kann es doch nicht weitergehen. Und ich probiere halt einfach alles, was hilft. Das stinkt vor allen Dingen. Das hilft gar nicht. Also ich habe hier was, was vielleicht wirklich hilft. Sie werden begeistert sein. Tata, gucken Sie mal. Ja. Na, das könnte ja wirklich mal helfen. Naja. Das hier ist eine Minikamera. Okay. Ja, also eine Kamera, die man wirklich ganz gut verstecken kann und die überhaupt nicht als solche dann zu identifizieren ist. Die werden wir in dieses Kästchen packen. Das hat hier ein kleines Loch, wodurch dann aufgenommen werden kann. Mhm. Ja? Wenn der oder die Täter zurückkehren, dann können wir die aufnehmen und somit identifizieren. Wo wollen wir die denn hinstellen? Also die Idee finde ich super. Ich würde sagen, vielleicht? Ja, dann haben wir den Raum so ein bisschen genau, im Blick, ne? Genau. Okay, genau, gute Idee. Ich pack's mal hier hin. Ja, prima. Mal was ganz anderes. Ich habe noch mal nachgedacht. Wäre es nicht vielleicht doch möglich, dass Ihre Tochter hinter dieser ganzen Aktion steckt? Ich meine, die macht ja schließlich kein Geheimnis daraus, dass sie unbedingt zurück will in die Stadt. Ja, das schon. Sie möchte wieder zurück in die Stadt. Aber sowas würde Sonja nie tun. Nein, nee, das traue ich ihr auch nicht zu.
Aber Sie haben mir schon erzählt, was hier alles passiert ist, oder? Stefan hat sie vorhin angerufen und ihr das Ganze in abgeschwächter Form erzählt mit dem Bild und so weiter. Und er hat sie auch gefragt, ob sie irgendeine Christine kennt, aber sie hat auch keine Ahnung, wer das sein könnte. Mhm. Und sie war am Telefon sehr beunruhigt und wollte direkt nach Hause kommen. Ich habe ihr dann erstmal gesagt, hey, bleib mal in der Stadt bei deinem Freund. Vielleicht ist es im Moment in der jetzigen Situation auch besser, dass sie da überhaupt nicht mit konfrontiert wird. Ja, das denke ich auch. Ja. Okay. Wissen Sie irgendwas über die Vorbesitzer von diesem Haus? War da vielleicht irgendeine Christine dabei? Also ehrlich gesagt wissen wir so gut wie gar nichts über das Haus. Der Vorbesitzer, soweit wir wissen, hat sich nur geweigert, lange es zu verkaufen. Und dann wurde es ja zwangsversteigert. Also mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Da war doch dieser Wirt. Der war doch eigentlich ganz hilfsbereit. Vielleicht sollte ich mit dem einfach noch mal reden. Vielleicht hat der irgendwelche Infos noch mal für uns. Ja? Gut. So, und wo machen die nächste Kamera jetzt hin? Die einzigen, die mir einfallen, die noch irgendeinen Bezug zu diesem Haus haben, sind die vorigen Eigentümer. Und die wollten ganz offensichtlich nicht verkaufen, sonst hätte das Haus nicht 7 Jahre leer gestanden. Sollten diese Kameras heute Nacht nichts aufzeichnen, dann werde ich morgen noch mal mit dem Wirt reden und gucken, ob der uns irgendwas noch erzählen kann. In der Nacht bleibt es allerdings ruhig. Deshalb geht die Juristin am nächsten Morgen noch einmal zu Heinz Kepler. Der Wirt kennt die Bewohner des Dorfes wie kaum ein anderer. Die Juristin hofft, dass er ihr mehr über den vorigen Besitzer des Hauses verraten kann. Hallo. Ach, Frau Rechtsanwältin. Ja, ich bin's nochmal. Ich habe letztes Mal gar nicht gefragt, ob Sie was trinken. Spricht nicht für die Qualitäten als Gastwirt. Ach, halb so wild. Erstens hatten Sie noch geschlossen und zweitens hatte ich es auch ein bisschen eilig. Das ist alles nicht so schlimm. Ich wollte Sie eigentlich fragen, sagen Sie mal, sagt Ihnen der Name Christine irgendwas im Zusammenhang mit dem Haus? Christine? Das tut mir leid. Das sagt mir gar nichts. Also hieß niemand Christine, der vorher da gewohnt hat? Vielleicht die Frau des früheren Eigentümers? Also seitdem ich hier wohne, und das sind ja fast 25 Jahre, hat das Haus immer den Gustav gehört. Der hat da mit seiner Frau Vera drin gewohnt. Gott sei sehr gnädig. Okay, was ist denn los mit der? Ist die verstorben? Ja, hat Ihnen das keiner gesagt? 7 Jahre ist das ungefähr her. Und da war ein großes Unglück hier. Ja, da war ein Kabelbrand im Haus und dabei ist sie gestorben. Ach du Schande. Ja. Das ganze Haus, das ganze Dorf war geschockt. Ja, wir haben alle mit Gustav getrauert, aber das ganze Mitleid hat eigentlich gar nichts gebracht. Er hat sie ja nicht mehr danach ausgehalten und ist dann in die Stadt gezogen. Das kann ich nachvollziehen. Mensch, haben Sie vielleicht die Adresse von dem Gustav? Ich würde ganz gerne mal mit dem reden wegen des Hauses. Hab ich. Momentchen, ich schreibe sie Ihnen auf. Ja? Das ist also kein Problem. Oh, super. Die Frau des Vorbesitzers ist durch einen tragischen Unfall in dem Haus ums Leben gekommen. Also ist der Vorbesitzer daraufhin selber ausgezogen, konnte das Haus aber nicht verkaufen, bis er es jetzt durch die Zwangsversteigerung abgeben musste. Aber was hätte er für ein Motiv oder für eine Motivation, die Gerkes aus dem Haus zu ekeln? Ich muss mir mal selber ein Bild von dem Gustav Roth machen, um einzuschätzen, ob er vielleicht als Täter in Frage kommen könnte. Eine Stunde später stattet Silvia Beutler-Grovers dem ehemaligen Hausbesitzer einen Besuch ab. Die Juristin ist geschockt über das schlimme Schicksal des 52-Jährigen. Doch sie ist auch gespannt, was noch hinter der Geschichte von Gustav Roth steckt. Ja, bitte? Ja, guten Tag, Herr Roth. Ja? Ich bin Rechtsanwältin Beutler-Grovers. Guten Tag. Ah, hallo. Hätten Sie vielleicht mal 5 Minuten Zeit für mich? Naja, ist schlecht. Ich habe im Moment wenig Zeit, aber kommen Sie im Moment. Okay, prima. Danke schön. Entschuldigen Sie, ich habe wenig Zeit. Ich kann keine Zeit zum Aufräumen, sieht ein bisschen wüst aus. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich soll Sie ganz herzlich von dem Wirt aus der Dorfkneipe grüßen. Ah ja, von dem Heinz, ja, danke schön. Ja, weswegen ich überhaupt hier bin. Es geht um das Haus, was Sie verkauft haben. Die neuen Eigentümer, die Familie Gerke, die wird, seitdem die da eingezogen sind, regelrecht terrorisiert. Das fing an mit irgendwelchen, ja, ich sag mal, harmlosen Spukgeräuschen. Aber mittlerweile, da hat sich das einfach, suchen Sie irgendwas, kann ich Ihnen helfen? Ich suche meine Zigaretten. Ach so. Mittlerweile hat sich das einfach zu einer richtig gehenden, massiven Bedrohung ausgewachsen. Sehr komisch. Ja, und deswegen wollte ich mal fragen, ob Sie irgendwas Ähnliches vielleicht erlebt haben, als Sie da gewohnt haben? Nö, bei mir war alles ruhig. Okay. Sagt Ihnen der Name Christine vielleicht irgendwas? Nö, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Herr Roth, ist das überhaupt okay für Sie, wenn wir über das Haus reden? Ja, jetzt schon in Ordnung. Was wollen Sie denn wissen? Also mich würde eigentlich mal interessieren, wie das überhaupt zu der Zwangsversteigerung gekommen ist. Naja, einfach erklärt. Ich konnte die Raten nicht mehr bezahlen. Das war so schon. Aber warum haben Sie denn 7 Jahre mit dem Verkauf gewartet? Ich meine, der Verkaufserlös ist doch jetzt mit Sicherheit noch geringer geworden. Naja,
Sie haben schon recht. Das Haus hat mir nur Unglück gebracht. Und seit dem Brand habe ich sie keinen Tag mehr ausgehalten. Wirklich keinen Tag. Aber andererseits konnte ich es noch nicht verkaufen. Fiel mir schwer. Wegen der Erinnerungen, die drangehangen haben, gerade an Ihre Frau. Ah, vielleicht. Ich hab's verdrängt. Hab auch die Post nicht mehr aufgemacht, hab die Raten nicht mehr bezahlt. Ging einfach nicht mehr. Und dann ist mir alles über den Kopf gewachsen. Ja, und dann hatte die Bank irgendwann die Nase voll, hat die Zwangsversteigerung eingeleitet und das war's, Herr Roth. Das tut mir so leid, was da alles passiert ist. Na, da können Sie ja nicht für. Ja, aber dennoch. Ja gut, das war's eigentlich auch schon. Ich möchte nicht länger stören. Ich, geh einfach, bleiben Sie ruhig sitzen. Ich finde schon alleine raus, ja? Schönen Tag noch. Okay, auch so, danke. Tschüss. Oh, tschüss. Der arme Herr Roth ist offensichtlich nie über den Tod seiner Frau hinweggekommen. Natürlich wäre es schlauer gewesen, das Haus früher zu verkaufen. Aber irgendwie scheint er über seiner ganzen Trauer die Realität völlig aus den Augen verloren zu haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass er als Täter in Frage kommt. Und ja, jetzt hoffen wir, dass die Kameras uns weitere Erkenntnisse bringen. Go row the boat to safer ground. Für den Fall, dass sich der Geist noch einmal blicken lässt, hat die Rechtsanwältin vorgesorgt. Sie will ihn mit versteckten Kameras im Wohnzimmer und Garten überführen. Und tatsächlich, als sich Stefan und Maren am Abend eine Verschnaufpause gönnen, beginnt der Spuk erneut. Psst. Hast du das gehört? Ich habe nichts gehört. Da schon wieder, hörst du das nicht? Da ist irgendwas. Jetzt hör's auch. Ich kann mal nachgucken. Bleib du da. Vorsichtig. Schatz, du hast recht, da ist jemand. Bleib du mal hier, ich kümmere mich darum. Hey, bleib stehen, hey! Schatz? Stefan? Stefan? Schatz, sie sind weg. Wie, die sind weg? Ja, keine Ahnung. Hast du was entdeckt? Nein, meinst du, wir sollen die Polizei rufen? Boah, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das sind bestimmt die Typen, die letztens schon hier waren. Und die haben die schon auf dem Kicker. Ja, aber es macht keinen Sinn. Wir müssen noch was unternehmen. Bei uns war jemand im Haus. Wir haben noch die Überwachungskameras. Sollen wir uns mal die Filme angucken eben? Okay, das ist eine gute Idee. Ich koche uns einen Tee und du bereitest alles vor? Ja, okay. Ich hole von oben das Laptop. Okay. Es war ein fieses Gefühl zu wissen, dass jemand Fremdes bei einem im Haus war. Aber ich bin froh, dass wir sie wenigstens verjagt haben, bevor sie wieder irgendwas Schreckliches hinterlassen konnten. Und das war's jetzt erstmal mit dem Geist. Das waren echte Menschen. Wie konnte ich so einen Quatsch überhaupt glauben? Auch das Überwachungsvideo zeigt, dass es sich bei den Eindringlingen um echte Menschen handelt. Doch leider ist ihre Identität nicht zu erkennen. Am nächsten Morgen zeigen Maren und Stefan das Video ihrer Anwältin Silvia Beutler-Krovas. Ja, das ist leider zu vermutet. Man erkennt sie trotzdem nicht. Die sehen ein bisschen unbeholfen aus, ehrlich gesagt. Ja, Profis sind es bestimmt nicht. Vor allem, sie sehen auch sehr jung aus. Irgendwie, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass das gestandene Männer irgendwie sind. Ich habe mich auch schon gefragt, was die da machen. Also, als wenn die da irgendwas ranschmieren, aber... Ja, man sieht halt nichts. Also wir haben auch geguckt, da ist nichts zu sehen. Das ist ganz merkwürdig. So, und da war jetzt der Moment, wo mir oben dummerweise der Weihrauchschalter umgestellt ist, der im Weg stand. Und das hat ihn natürlich aufgeschreckt. Ja, und ja. Sie sehen, sind die beiden direkt los und ich bin hinterher, aber dann die waren weg. Und gesehen haben wir halt jetzt auch nichts. Ich meine, man hat was gesehen, aber sieht nichts. Das haben Sie gut formuliert. Ich habe da aber so eine Idee. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir die Fensterläden mal zumachen? Na klar. Ja? Dass wir das richtig, richtig dunkel kriegen hier. Okay. Es gibt nämlich sowas, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Leuchtkreide oder so. Okay. Und das sieht man tatsächlich nur, wenn es total dunkel ist. Dass es dann irgendwie aufschimmert, aufscheint, wie auch immer. So, und jetzt wird es dunkel. Und siehe da. Oh mein Gott. Christine will, dass ihr verschwindet. Oh Gott. Hallo, mein Mäuschen. Schön, dass du auch da bist. Was ist denn hier los? Mach doch erstmal wieder die Fensterlehnen auf, bitte. Wir hatten heute Nacht Besuch von zwei uns unbekannten Gestalten. Und
Wir haben gestern 3 Kameras hier aufgebaut, um das hier zu überwachen. Und jetzt haben wir sie eigentlich, wenn man so möchte, ja, entlarvt. Aber man sieht halt nicht viel drauf. Ihr habt was? Boah, ihr müsst mir doch sagen, wenn hier alles überwacht wird. Wir wollten dich nicht noch mehr beunruhigen. Hm. Du hast eh schon so aufgeregt. Sag mal, Sonja, das kann nicht zufällig sein, dass du was damit zu tun hast? Ich? Nein, natürlich nicht. Naja, weißt du, es ist nur so, dass du warst überhaupt nicht dabei, als das vorgestern passiert ist. Ja? Dein Vater hat es dir nur am Telefon erzählt. Und ich habe dich auch gefragt, ob du eine Christine kennst. Und dir auch erzählt, dass das hier auf der Leinwand irgendwie alles vollgeschmiert war mit dem Namen Christine. Ja, da sehen sie es. Nee, du hast nämlich gar nichts gesehen. Du hast es nur gehört, weil dein Vater dir nur den Namen am Telefon genannt hat. Das heißt, du hast ihn nur phonetisch mitbekommen. Also jetzt gib's zu. Auf dem Video da, das bist du und das andere ist dein Freund. Nee, ich weiß nicht, wovon sie reden. Wovon ich rede, ist, dass du hier die Gunst der Stunde nutzen wolltest, um Mama und Papa dazu zu bringen, wieder mit dir in die Stadt zu ziehen. Sonja, stimmt das? Boah, ja. Ja, was soll ich denn machen? Du warst das alles? Ich dachte, wenn es hier weiter spukt, dass ich dich dann dazu bringen kann, wegzuziehen. Sag mal, hast du sie noch alle? Deine Mutter ist hochschwanger und du machst hier so einen Schabernack, nur weil du zurück in die Stadt zu deinem Freund willst? Ja. Ich glaub's ja nicht, ehrlich. Ja, ich wollte hier nie wohnen, aber mit den anderen Aktionen habe ich nichts zu tun. Das war nur das eine Mal. Unglaublich. Weißt du was, das glaube ich dir sogar. Aber dein Vater hat völlig recht. Ich meine, du kannst kurz vor der Geburt deine Mutter nicht so aufregen. Ja, ist ja gut, tut mir leid. Ich bin enttäuscht von Sonja, das hätte ich nie erwartet. Ja, Mann, nur wegen diesem blöden Rechtschreibfehler. Man nennt sein Kind auch Christine, so ein total oldschool. Aber da bringst du mich auf was. Ich glaube, ich weiß, wer Christine ist und ich glaube, ich weiß auch, wo Christine ist. Wir sind mal kurz weg, wir sind bald wieder da. Kommen Sie, bis gleich. Wir reden noch mal, Fräulein. Wir sprechen jetzt auch noch mal darüber. Ich meine, das war ja wohl das Allerletzte. Du kannst nicht deiner Mutter so einen Schreck einjagen. Anwältin Silvia Beutler-Krovers konnte den letzten Spuk im alten Landhaus von Maren und Stefan Gerke aufdecken. Deren 14-jährige Tochter Sonja will wieder in der Stadt wohnen und hat ihnen einen Streich gespielt. Doch wer steckt hinter den anderen Vorfällen? Die Juristin hat eine Vermutung und geht mit ihrer hochschwangeren Mandantin zum Grab der Ehefrau des ehemaligen Hausbesitzers. Ich verstehe immer noch nicht, was wir hier suchen. Also wenn meine Vermutung richtig ist, dann werden Sie es gleich verstehen. Wir gucken mal hier. Das sind diese anonymen Gräber, von denen er gesprochen hat. Und dann ist das... Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Das ist das Grab von Vera Roth. Aber Christine, da steht auch Christine. Ja. Ich glaube, jetzt verstehe ich. Und sie war auch erst 38 Jahre alt, so wie ich jetzt. Und sie war schwanger, so wie sie jetzt. Ich denke, dass Christine das ungeborene Kind der beiden gewesen ist. Das würde auch das ganze Spielzeug erklären. Und dass die Christine einfach bei dem Brand mit ums Leben gekommen ist. Damit es eine Gedenkstätte für beide gibt, haben sie auch ihren Namen damit draufgeschrieben. Eigentlich eine schöne Idee. Das ist eine furchtbar traurige Geschichte. Der arme Mann, jetzt verstehe ich einiges. Ja, vor allen Dingen denke ich, jetzt wissen wir, wer für die Vorkommnisse verantwortlich ist. Ich würde ganz gerne noch mal mit dem reden. Wollen Sie mitkommen? Ich glaube ja. Ich glaube, das Ganze brauchte ich jetzt noch, um es zu verstehen und endlich damit abschließen zu können. Gut. Gustav Roth muss so verzweifelt sein, dass er einen solchen Spuk inszeniert hat, um meine Mandanten aus seinem Haus zu vertreiben. Er tut mir wirklich mehr leid, als dass ich ihn verurteile. Wie soll ein Mensch das ertragen? Gustav Roths Frau Vera und dessen ungeborene Tochter Christine kamen vor 7 Jahren bei einem Kabelbrand ums Leben. Der 52-Jährige hat alles verloren und macht sich große Vorwürfe. Dennoch muss ihn die Rechtsanwältin mit ihrer Mandantin zur Rede stellen. Ja? Herr Roth, ich bin's nochmal. Ich habe die Frau Gerke mitgebracht. Können wir mal einen Moment reinkommen? Naja, komm. Okay, danke. Ja, tut mir leid, ich hab's ein bisschen unordentlich hier. Ich schaffe nicht aufzuräumen. Das ist nicht schlimm, das interessiert uns überhaupt gar nicht. Ich wollte Ihnen auch noch mal sagen, dass es mir sehr leid tut, was mit Ihrer Frau passiert ist. Na, danke. Ich setze mich mal kurz.
Ja, machen Sie das. Ist nichts passiert hier. Herr Roth, wir waren gerade beim Grab Ihrer Frau. Mhm. Das ist sehr schön, das haben Sie sehr gepflegt. Oh. Und das ist, mit dem Blümchen, das ist ganz toll. Und mit dem Spielzeug. Und Christine ist auch ein sehr schöner Name. Ja, Christine. Tja. Ja, Mann, da bin ich schuld dran, dass Sie nicht mehr leben. Wenn ich nicht in der Kneipe versackt, dann hätte ich die retten können. Ist meine Schuld, verstehen Sie? Ja, verstehen Sie das? Haben uns das so schön vorgestellt. Leo und ich und die Kleine. Die durfte mich nicht mal kennenlernen. Ich sie auch nicht. Die durfte nicht mal im Moment leben. Und ich bin dran schuld. Deswegen wollten Sie das Haus auch nicht verkaufen, weil die letzten schönen Erinnerungen mit Ihrer schwangeren Frau einfach noch daran stattgefunden haben. Tja, klar. Wir waren da glücklich. Ja, und dann wird das Haus verkauft und ausgerechnet an eine Familie, die auch ein Kind erwartet. Das war dann bestimmt auch der Grund, warum Sie uns so übel mitgespielt haben. Ich konnte das einfach nicht ertragen. In unserem Haus. Alles, was wir haben wollten, die Kleine, ein glückliches Leben, hat auf einmal eine andere Familie in unserem Haus. Damit bin ich nicht klargekommen. Ja, aber Herr Roth, Ihnen muss doch klar sein, dass Sie damit zu weit gegangen sind. Sie sind unbefugt in das Haus eingedrungen. Sie haben die Familie Gerke bedroht. Die Frau Gerke ist schwanger. Sie haben das Leben und die Gesundheit des Babys gefährdet. Tut mir leid. Ja, ist schon okay. Gut, dann rufe ich jetzt die Polizei, damit die ganze Sache jetzt zu einem vernünftigen Abschluss kommt, ja? Ja, ist wohl das Beste. Ich werde Herrn Roth raten, sich in psychotherapeutische Behandlung zu geben und kann nur hoffen, dass es ihm irgendwann wieder besser geht. Wegen dieser Sache hier wird er wahrscheinlich eine Geldstrafe zu erwarten haben. Ja, und dann wünsche ich meiner Mandantin, dass sie ihr neues, altes Häuschen jetzt auch wirklich genießen kann. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. 3 Monate später wird gefeiert. Baby Ben ist da. Und die Gerkes genießen ihr Glück in ihrem Traumhaus. Auch das Verhältnis zum Nachbar-Ehepaar Müller hat sich deutlich verbessert. Ja, Mensch. Und du hast ja so ein Glück. Du kannst den ganzen Tag von deiner großen Schwester bemuttert werden. Naja, aber wenn er anfängt zu schreien, dann gebe ich ihn auch gerne wieder ab. Ja, dann hat sie plötzlich Hausaufgaben auf, ist klar, ne? Wir wollten uns auch noch mal entschuldigen. Also wir haben uns da echt blöd verhalten. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, auf einen guten Zweitstart. Genau. Würde ich auch sagen, schwamm drüber und dann setzen wir uns, das Buffet ist eröffnet. Oh, super. Dankeschön. Dankeschön. Seitdem ich weiß, dass dieser Herr Roth hier rumgespukt ist, ist natürlich logischerweise auch nichts mehr passiert. Er ist jetzt gestellt und ich bin heilfroh, dass meine Anwältin und Stefan mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Und ich bin so glücklich hier. Das Haus ist wirklich ein Traum. Ich fühle mich hier sauwohl. Maren kann aufatmen und freut sich über ihr Leben am Stadtrand, während Gustav Roth wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung eine Geldstrafe zahlen muss. Auf Anraten von Silvia Beutler-Krovers hat er sich in psychologische Behandlung begeben. Dort erhält er endlich die Hilfe, die er braucht, um über seinen Verlust hinwegzukommen.